Letzter zum Wort gemeldeter Redner ist Nikolaus Prinz, ebenfalls von der ÖVP. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Bundesminister, Frau Staatssekretärin, meine Damen und Herren, aggressives Verhalten ist kein Kavaliersdelikt und es ist daher richtig und wichtig, dass wir unseren Polizistinnen und Polizisten, die täglich für unsere Sicherheit im Lande sorgen, auch die entsprechenden Möglichkeiten einräumen, um schon im Vorfeld mögliche Straftaten auch zu verhindern. Genau das ist der Sinn und der Inhalt dieser Präventionsnovelle: Handeln, bevor etwas passiert. Warum das den Kolleginnen und Kollegen von den Grünen und den Neos nicht verstehen, ist mir eigentlich schleierhaft, weil einerseits wird für Motive wird Verständnis gezeigt, aber wenn es dann ums Umsetzen geht, dann zieht man sich lieber zurück. Als Gesetzgeber sind wir aber den Menschen verpflichtet und wir sind dafür da, dass wir Maßnahmen für mehr Sicherheit setzen und letztlich auch für unser Handeln Verantwortung übernehmen. Die Ängste der Grünen vor der Polizeiwillkür verstehe ich ebenso wenig wie die Ängste der Neos vor dem Überwachungsstaat. Aber ich verstehe die Ängste und Sorgen der Menschen, der Bevölkerung, letztlich vor Gewalt, ob das jetzt aus terroristischen Gründen ist, ob das ideologische Gründe sind, religiöse Gründe oder schlicht und einfach eine Gruppe Jugendlicher, die sozusagen mit ihrem rowdyhaften Verhalten sich so aufspielt wie Sheriffs. Das alles ist nicht notwendig. Dafür habe ich Verständnis und da müssen wir entsprechend reagieren. Und ich bin mir sicher, dass wir mit diesem Gesetz die Mehrheit der Bevölkerung auf unserer Seite haben. Denn die Sicherheit des Einzelnen muss zu jeder Zeit Vorrang haben und daher ist auch wichtig, dass wir das Recht auf freie Meinungsäußerung in Wirklichkeit nicht einschränken, das Recht auf Versammlungsfreiheit ist nicht eingeschränkt, aber es ist nicht notwendig, dass in diesen Bereichen rowdyhaftes Verhalten oder gar Gewalt angewendet wird. Da heißt es entsprechend vorher ahnden. Und kein Verständnis habe ich auch an der Kritik, was die Wegweisungsmöglichkeiten betrifft. Letztlich geht es um Schutzzonen. Und wer will nicht die Kinder im Kindergarten oder in der Volksschule vor den Volksschulen entsprechend geschützt haben? Wir auf jeden Fall. Und wenn nur ein Übergriff verhindert werden kann, hat sich das Gesetz heute schon gelohnt. Es geht, meine Damen und Herren, es geht darum, dass wir letztlich mit einer großen Mehrheit dieses Gesetz im Haus beschließen, weil es für mehr Sicherheit sorgt. Und aggressives Verhalten, betone ich nochmals, ist kein Kavaliersdelikt und hat in der Öffentlichkeit nichts verloren.